So, willkommen, Freunde. Ein neues Abenteuer. Es wird Zeit. Nachdem wir Monkey Island so schön abgeschlossen haben, geht's jetzt hiermit weiter. Lecker. Die lebt nicht mehr. Das Riesenrad ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Ich versuche es gerade. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Was immer dich glücklich macht. Du machst mich glücklich. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Ich glaube, wir sind da. Ist das nicht grandios? Wie angepriesen. Sehr schön. Wow, das hat was. Checken wir ein. Na, mal klingeln. Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Ja, Klassiker, es kommt keiner. Oh. Ich glaube, der macht die. Das lässt ja nicht gerade darauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Ja, stimmt. Warte mal, begeistert, beruhigend. Ja, mal beruhigend. Oder nichtssagend? Ist wohl wenig Personal oder alle sind beschäftigt. Wenn sie langsam sind, bedeutet das nur, dass sie alles perfekt machen wollen. Meine Mary findet immer den Silberstreif. Oh, wo kommt er denn her? Entschuldigung. Für das Erschrecken und für das Warten. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Alter, da waren Skelette dahinter, ne? Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Aha. Willkommen im World's Fair Hotel. Bitte unterschreiben. Den kann man doch nicht glauben, oder? Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Ach, Flitterwochen. Ausgesprochen wunderbar. Vielleicht mag meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Ja. Heute beginnen unsere Flitterwochen. Okay, dann unterschreiben wir mal. Ich bin also die Frau. Da scheint ein Upgrade angebracht zu sein. Die Flitterwochen-Suite. Oh, ist die denn viel teurer? Keine Sorge. Sie kostet genau das Gleiche. Ein Geschenk des Hauses. Sie sind unsere ersten Frischvermählten. Wie großzügig. Vielen Dank, Mr. Holmes. Henry Howard Holmes. Sie haben ein reizendes Hotel, Mr. Holmes. Oh, vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Doktor? Künstler?
Ich habe so einige Interessen. Und Menschenesser hat er vergessen. Bitte sehen Sie sich doch um. Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Schreiben Sie einfach auf, wenn Sie etwas kaufen möchten, und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Vielen Dank, Mr. Holmes. Das ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. Wenn der nach oben geht, würde ich am liebsten da hinten mal ins Skelettzimmer gucken. Aber da wird die Tür zu sein. Oh, man merkt, ich habe ihm von vornherein nicht getraut. Der wirkt so ein bisschen aufgesetzt. Also, was habe ich vergessen mitzunehmen? Was haben wir denn da? Schönes Bruderdöschen. Oh. Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht. Mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie läuft denn die Ehe? Wunderbar. Danke der Nachfrage. Gehen wir doch einfach hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Würdest du wohl gern wissen. Wahrscheinlich sind das die Eheringe von allen, die da gestorben sind. Mann, 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 das kann ja was werden. Was wohl hier drin ist? Langsam glaube ich, ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Riesenräder, verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Oh. Nur ein unfertiges Zimmer. Dann siehst nimm du, das hast du vom Nervenkitzel suchen. Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken. Ich kann dir nichts abschlagen. Warte. Dann nimm doch mal die Decke vom Stuhl, genau, wollte ich auch gerade sagen. Nicht bewegen. Oh, schön im Rhythmus bleiben. Dann passiert auch nichts. Und nochmal eins, zwei, drei, vier. Das war Nervenkitzel. Es ist kein Nervenkitzel, wenn wir auf der Straße schlafen müssen, weil man uns hier rauswirft. Gehen wir. Okay, die Entscheidung hätte ich aber gern getroffen. Oh, ich hätte gern gewusst, was unter der Decke am Stuhl ist. Jetzt guckt aber böse. Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochensuite. Wow, das sieht ja geil aus. Danke vielmals, Mr. Holmes. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Oder Essen. Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Boah, das ist ja unheimlich, wenn der das sagt. Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Hey! Ah, Volltreffer! Du hast es so gewollt.
Kissenschlag geht immer, oder? Sollte ich etwa Angst haben? Wenn du klug bist. Na komm. Getroffen. Gnade, Gnade. Okay, du hast gewonnen. Bist du etwa verletzt? Mein Stolz ist verletzt. Wie wär's mit einem Friedensangebot? Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall. Ich habe ein Geschenk für dich. Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Gibt es ein Problem? Nein. Öffne die Augen. Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Der Sieg ist mein. Dann lasse ich dich jetzt baden. Kissenschlag machen sie gemeinsam, aber baden nicht. Das für eine Ehe. Oha. Also ich bin zwar gehörend, aber ich war es nicht, der da durchgeguckt hat. Also sie will unbedingt wissen, was da drin ist, ne? Die Tür klemmt. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Ach nee, das ist ja das Badezimmer. Ich dachte schon wieder, das wäre dieser Privatraum. Sesam, öffne dich! Danke. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch und auch ganz schön verboten. Rasieren. Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht so lange im Bad. Keine Sorge. Die Suite ist so groß, dass ich gedacht habe, dass sie wirklich zu dem alten Zimmer wieder zurückgeht, ne? Weil das ist ja ein eigener Flur noch. Das ist ja unglaublich. Oder? Nee, das ist doch der normale Flur. Also sie gehen aus dem Zimmer raus und in das Badezimmer ist nochmal extra im Flur, okay? Ich dachte, das wäre so eine moderne Hochzeitssuite irgendwie. Naja, naja. Man lernt ja nie aus. Vielleicht war das früher so, dass die Badezimmer immer auf extra Fluren waren. Oh, ich werde ja... Komm, lass uns da nochmal reingucken. Jetzt bin ich aber neugierig. Lieber nicht. Jetzt ist auch abgeschlossen. Also es ist ja sehr schick, das Hotel, aber... Boah, ich würde mir hier auch in die Hosen machen. Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Wer weiß, wo wir gleich landen. Was? Alter. Was ist das denn? Hui. Hoffentlich da kommt Wasser und keine Säure, ey. Würde ich ihm ja auch alles zutrauen. Also deswegen immer erst einen Finger in die Badewanne halten, nicht, dass es dann Säure ist. Also ich traue dem Frieden noch nicht. Ich meine, wir haben das Skelett da unten gesehen, ne? Um Haut abzulösen, muss man wahrscheinlich Salzsäure benutzen. Obwohl, das würde sie ja merken, wenn sie jetzt mal alles mit dem Fuß in die Badewanne geht. Okay, ja, das würde sie jetzt schon merken. Aber das Pulver vielleicht. Wer weiß, was das ist.
Ach du Scheiße. Das ist ja unangenehm. Schritte. Bist du das, Liebling? Jeff? Nö. Oh, spielen wir noch ein Spiel? Sieht ein bisschen mehr nach Mr. Holmes aus. Ja, wir prüfen mal. Na gut, Mr. Hinterlistig. Das klappt nicht, Mr. Holmes. Oh. Hallo, Liebes. Was tun Sie hier drin? Jeff! Ich glaube nicht, dass er Sie hören kann. Lass! Hände weg von mir! Scheiße. Aber ich bin noch nicht fertig. Alter, übel, ey. Oh. Nicht wehren. Dann tut es nur noch mehr weh. Oh nein, ey. Ich dachte, wir überleben das. Was? Was haben Sie? Was haben Sie getan? Beruhigen Sie sich, Sir. Ihre Frau hatte wohl einen Unfall. Gibt es ein Problem, Sir? Oh nein. Jetzt haben wir uns selber eine Falle gestellt. Kommen wir da wieder raus? Aber bloß nicht atmen. Ja, okay. Oh, ist das übel, ey. Tut mir so leid, ey. Ich hab ja gesagt, Mr. Holmes kann man nicht trauen. So, ein Drecksack, ey. Ah, die Gase zersetzen ihn. Oh, übel, übel, ey. Oh Mann, ey, aber mir war das von vornherein suspekt. Okay, jetzt sind beide gestorben, aber das liegt nicht an mir. Ich glaube, das gehört so zur Vorgeschichte. Oh Mann. Ach, da ist er wieder, unser Freund. Der Geschichtenerzähler. Willkommen. Alles. Alles. An seinem Platz. Wow. Sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, opulent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Ach, Mr. Holmes. Oh, so geil, ey. Das Intro ist auch mal richtig geil. Ja, Freunde, dann willkommen nochmal zu The Devil Inside. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es gleich so abgeht. Und unsere Charaktere gleich sterben. Aber das lässt sich ja leider nicht verhindern. Das gehört zur Geschichte dazu. I'm not afraid to die.
Musik ist aber mega geil, ey. Mann, 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 ey. Passt so richtig. Kriegt man richtig Gänsehaut. Ja, willkommen im Horrorhotel. Ah, ne, doch nicht. Oh, Sie sind da. Haben Sie lange gewartet? Es geht so. Immer schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Und Sie sind in Stimmung für eine neue Geschichte? Auf jeden Fall. Immer her damit. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Diese Geschichte handelt von Künstlern und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Aha. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen und ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Wie er mich dabei anguckt. Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Ja, und mir hinterher erzählen, was ich alles falsch gemacht habe. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt, als Fairgeld. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte sie. Danke, danke. Ich bin ja begeistert. Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe einen Master in Kriminalpsychologie. Ich bin Enthüllungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Ich... Hey, ich bin Mark. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert. Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Aber ja, es ist ein Job. Ich war lange Keygrip und Beleuchterin. Ich löse Probleme und beleuchte. So jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Ich habe es satt, allein zu sein. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil, ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Ja, Charlie Lonnet, bin aus England. Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, es war eine sehr schön konzipierte und, hat aber, nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Total Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Oh, ich fange gerade erst an. Oh, Sie haben ihn. Sie verstehen nicht. In meiner Seele wohnt der Teufel. So siehst du auch aus. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begraben Sie mich, euer Ehren.
Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Die wird hier am Meeresgrund versenken. Am 7. Mai 1896 wurde Herman Mudgett alias Henry H. Holmes dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Alter, 200 Morde, ey. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Und? Was meint ihr? Alles so schweigsam. Charlie, das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Lonet Entertainment. Charles Lonet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham Dumet. Was kann ich für Sie tun, Mr. Dumet? Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dumet. Das hört sich alles toll an, aber... Aber ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen. Heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis dann. Heute Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufbrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Wir... Kann ich nun mit Ihnen rechnen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja, sehr gerne. Sind dabei. Ich regel das. Versprochen. Los geht's. So eine Art Geisterjäger-Team, ja? Mr. Dumet schickt Sie? Wer? Gut. Laden wir ein, Leute. Ich mach schon. Geht schon. Sorry. Wirklich? Ich meine, es ist dieses Ringlicht für schöne Porträts. Wir können es zurücklassen, okay, okay. Abenteuer, Spannung, Leute. Abenteuer, Spannung. Dabei? Ausflug! Yay! Juhu. Hurra. Alter, der muss aber Kohle haben. Das für eine fette Limousine, die da abholt. Wow. Erfahren wir, wo wir überhaupt hinfahren? Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der Peker. Ganz genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld, weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also, schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. Dumet hat Blaupausen, Dokumente, Artefakte. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen könnte, die mein Geschäft beeinflussen. Gehört das zum Plan? Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf.
Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnte er auch Geld dafür verlangen. Wenn das alles ist, machen wir das. Na schön. Für die Show. Oh Gott, ey, ich hätte es nicht getan. Ihr werdet noch sehen. Hast doch in Topeka gesagt. Okay, sie scheint ja ein bisschen nachtragend zu sein. So, ich werde es wahrscheinlich zwischenmenschlich wieder versauen. Hier werden wieder alle Charaktere sterben, so wie ich mich kenne. Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Hilft der Typ da? Nee, im Ernst. Ich mach das schon. Danke, Bro. Nur kein Stress. Klappspack. Es macht so wenig Sinn, die Handys einzusammeln, weil er hat ja die Kameras auch dabei, ne? Gut. Und was jetzt? Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. Nicht mit dem ganzen Nebel. Da, von oben haben wir bessere Sicht. Das ist ziemlich weit oben. Wird aber super aussehen und wir können über dem Nebel filmen. Oh, da hat wohl wer Höhenangst. Du musst halben Lungenflügel raus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Mark, das ist verrückt. Wird schon. Gehen wir, Charlie. Seid vorsichtig. War schön, euch zu kennen. Na los. Gerade die müssen doch irgendwie ein Ziel haben oder so, ne? Mach ein paar Aufnahmen vor der Spitze des Leuchtturms. Ich meine, die werden da ausgesetzt und hinterfragen das gar nicht. Ja, da bin ich ja mal gespannt.